Ich bin Mario Manno vom Chaos Computer Club Köln und ich mache jetzt kurz noch so ein paar Sätze zu der Abschlussveranstaltung. Und das ist für uns die sechste große Veranstaltung nach einem Easter Hack und vier SIGINT-Konferenzen. Und wir haben uns sehr gefreut, hier die Gelegenheit zu haben, die Veranstaltung zu machen. Und ich wollte so ein bisschen über die Motivation sprechen, warum wir das hier tun. Und das ist für uns natürlich erstmal, steht das bei uns so in der Satzung. Ja, also Vereinszweck sind die regelmäßigen öffentlichen Treffen und Informationsveranstaltungen. Ja, das ist die Förderung von Kongressen und Öffentlichkeitsarbeit. Ja, und hier auch noch in 80er-Jargon Telepublishing in allen Medien. Das ist so die grundlegende Motivation, wie es dazu kommt, dass Leute sich ehrenamtlich mit der Organisation so einer Konferenz hier beschäftigen. Es ist natürlich auch so, dass es für uns als Einzelne auch nicht nur Arbeit ist, sondern auch eine tolle Gelegenheit. Also ich sag mal, sowas hier auf die Beine zu stellen, das kriegt man ja im privaten Bereich einfach auch nicht angeboten als Chance. Und ich glaube, dass es also auch für alle Mitglieder, die sich hier ehrenamtlich betätigt haben, ist sowas auch immer eine Chance, so ja in der Persönlichkeit zu wachsen. Und das ist, glaube ich, auch das Schöne an ehrenamtlicher Arbeit. Und da kann man auch einfach mal Werbung für machen. Ja, politisch ist es auch motiviert. Natürlich wollen wir irgendwie Einfluss auf die Welt nehmen. Und auch das ist aus unserer Satzung. Ich lese euch das jetzt mal nicht vor. Das ist so die übliche Technologiefolgenabschätzung, steht doch alles online. Aber ich habe gemerkt, also hier in den Vorträgen darf man auch ruhig mal einen Satz vorlesen. Und ich selber fand Willem Flusser toll, der ja auch hier, das Willem Flusser Archiv war ja lange Zeit hier an der Kunsthochschule. Und für mich ist Willem Flusser auch eine interessante Person, weil er Autodidakt ist. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, er war Autodidakt, weil er vertrieben wurde von den Nazis und eben nicht studieren durfte. Während wir oft Autodidakten sind, aus ganz anderen Gründen, weil wir halt einfach nicht die Gelegenheit zu haben, die Gelegenheit haben, die Sachen, die wir lernen wollen, im üblichen System zu lernen. Wobei das auch etwas ist, was sich ja im Laufe der Zeit geändert hat und institutionalisiert wurde. Heute gibt es ja, doch in meiner Historie gab es ja viele Institutionen, die mir dabei geholfen haben, diese Technikfaszination zu befriedigen. Trotzdem muss man, glaube ich, auf das achten, was habe ja keine Ahnung von Kunst. Ich zitiere das einfach mal, der Sinn entsteht beim Zuhörer. Ja, oft muss man auf das achten, was Willem Flusser hier in einem Satz so sagt. Er sagt nämlich, also ein schöpferisches Haus als Knoten des zwischenmenschlichen Netzes, ein solcher Hausbau als Verkabelung ist voller Gefahren. Die Kabel können nämlich statt zu Netzen zu Bündeln geschaltet werden, faschistisch statt dialogisch. Wie Fernsehen, nicht wie Telefone. In so einem entsetzlichen Fall wären die Häuser Stützen für einen unvorstellbaren Totalitarismus. Die Architekten haben für eine Vernetzung von reversiblen Kabeln zu sorgen. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir als Techniker auch gefragt sind, eben diese Kabel herzustellen, die man zurücknehmen kann, die man ändern kann, eben die Mobilität, die digitale Mobilität zu ermöglichen. Ja, fand ich sehr schön. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir hier so viele auch unterschiedliche Gruppen zusammengekriegt haben. Und dann möchte ich denen auch einfach danken, den ehrenamtlichen Helfern vom C4, der Dingfabrik, die hier die Making-Sachen gemacht hat, die Cozy Chaos-Aktion mit dem Stricken und den Freifunkern, was für die Netze, der Free Software Foundation Europe, die hier einen kleinen Stand hatte, den ganzen Helfern, die auf der Veranstaltung dazugekommen sind und natürlich der Kunsthochschule für Medien, auch nochmal hier besonders Christian und Matthias und Julia, dass sie uns hier diese Möglichkeit gegeben haben. Ja, wir als gemeinnütziger Verein sind auf Spenden angewiesen, um unsere Arbeit hier zu machen. Das findet ihr auch online und wir können natürlich auch steuerabzugsfähige Spendenquittungen ausstellen. Ja, Dankeschön.
möchtet ihr auch noch einen Satz sagen, bevor es vorbei ist und wir hier das Paradies abreißen? Ja, ich will auch nicht viel sagen. Ich habe ja die Einführung sozusagen am Freitag gegeben und ich fand es ein spannendes Experiment und habe die 2 Tage sehr genossen, spannende Vorträge und ja, hat mir auch selbst als Lehrendem hier, als Lehrendem Professor hier eigentlich einiges zu denken gegeben, also inwieweit man ja bestimmte Dinge nicht mehr anfasst oder auch in so einer Art vorauseilendem Gehorsam vielleicht funktioniert. Im Vorfeld gab es viele Diskussionen, wie sicher ist diese Veranstaltung, und man merkt dann, es gab's ja eben auch dem Vortrag, naja, dass man im Grunde sich nichts mehr traut, weil man anfängt juristisch zu denken, und damit hatten wir auch viel zu tun. Ich bin aber froh, dass es einfach so eine lockere und schöne Veranstaltung gewesen ist und ja, wünsche mir eigentlich, dass das weiter besteht und dass wir eine Möglichkeit haben, so eine Art von Veranstaltung zu machen, hier oder in Köln überhaupt. Und was mich auch sehr gefreut hat, ich bin ja, also hier sehr stark eingebunden und also auch mal diese ganze Kölner Szene so kennenzulernen. Wer macht hier was, und dass die Leute hier auch zusammengekommen sind. Ja, und es gibt jetzt noch eine Party. Ein bisschen früh, es ist noch hell, aber trotzdem, ich lade euch alle dazu herzlich ein. Und dann sehen wir uns vielleicht wieder. Wo ist die Party? Die ist hier um die Ecke, oder? Also wie gesagt, ich habe auch nicht alles auf dem Schirm, aber... Nach dem Abbau. Nach dem Abbau, okay. Das war's.